shit, man. Holy shit. Hold on, I'm coming. Dude, I think these guys want to eat us. You okay? One of those psychos tried to bite me, but yeah, I'm fine. Well, we can't just stay out here in the open, that's for damn sure. Ranger station? Ranger station. Maybe we can find some help there. What the hell, man? We've gone 2 weeks and what? Everybody takes up cannibalism? Beats me. Well, listen, asshole. All right, we don't want any trouble. Hold up. Shit, these guys look messed up too. Yeah. Stay low and keep quiet. Maybe we can get past them without being spotted. Here, help me move this against the wall. We need to clear a space for the wounded. Wendell, start doing an inventory of whatever medical supplies we've got. We're gonna need them. Man, can anybody tell me what the hell is going on? What's going on is there's more of them up here than I expected. We need to sweep the rest of the cabins for survivors. But I've got injured people here I have to tend to. Okay. We'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need and stay safe out there. Ja, und damit willkommen zu einem
neuen Spiel, diesmal ein Zombie-Apokalypsen-Spiel, State of Decay. Und wir haben jetzt eine Mission bekommen. Wir sollen hier mal oben nach dem Rechten schauen. Da Überlebende sind und Verpflegung. You want to know what worries me? They're setting up an infirmary in there. Like, why aren't they taking these people to a hospital or something? I don't know, man. Whole situation is pretty messed up. You think? What's next? Razor wire and guard towers? That's not a bad idea, actually. We need to make things safer around here. Genau, denn vorhin haben wir schon Zombies gesehen, die direkt an der Grenze zu dem Camp hier gewesen sind. Und auch jetzt klingt es nach Zombies. Schleichen wir uns mal vorbei. Wir werden bestimmt später im Spiel ganz oft schleichen. Da war die Luft weg. Da höre ich doch schon was. Oh, da hinten ist ein buntes Haus. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going this way. Schauen, ob wir die hier überraschen können. Nein. A little busy, don't you think? So, und jetzt kommt hier noch einer raus. Day went downhill fast. No shit. Any chance we can just hole up here with the last of the tequila until this all blows over? Sure. Somehow I doubt it. Me too. Wer weiß, ob wir auch durch das Fenster durchkommen würden. Hier steht jetzt schon, dass wohl nichts mehr drin ist. Ich nehme mal an, wir können dem vertrauen. Ach, wo haben wir denn die Bretter her? Nicht, dass sie dann weg sind. Jesus, dude, they're not slowing down. Oh, schnell wieder raus. Dann schauen wir einfach mal weiter. Na, dass wir uns da nicht gegenseitig treffen. Aber wir sollen auch hier rechts schauen. So. Wir haben vorhin schon gesehen, in den Büschen sind wir unsichtbar. Jesus, dude, they're not slowing down. Die haben auch so leuchtende Augen. Vielleicht ist es eine Offenbarung. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt hier nicht hier auf einmal uns haben. Oh. Und unten links. Oh, wurde ich gebissen oder so? Gibt's das? Es geht ja schon gut los. I'm not alone in here. Wir nehmen das einfach mal mit rüber. Mit der Leertaste, okay. Und gibt's hier vorne was? Nee. Da links ist jetzt so ein Search. Eine Search-Leiste. Search Progress. Vielleicht. Das war bestimmt der, der da draußen vorhin lag. Ja, jetzt kann ich nichts mehr mit meinem Stock machen. Der ist jetzt kaputt.
Suchen wir mal schnell weiter. Aha, jetzt haben wir eine Axt gefunden. Können wir die ausrüsten? Ja, gut. Und was mir auch gerade aufgefallen ist, wenn wir das hier abbrechen, das durchsuchen, dann geht es beim nächsten Mal auch gleich an der Stelle weiter. Auch praktisch. Okay, I think that's about all there is to find here. Right. Let's get the hell back to the ranger station. Okay, dann schnell raus. Hear that? Hinter uns sind jetzt wohl die roten Punkte hier sind wohl Zombies. Oh, der hat eine Zielmarkierung auf der Brust. Schon verlockend, aber wir kommen bestimmt später nochmal hier hin. Das erinnert auch ein bisschen an den Anfang von Kingston oder Kingsmouth in Secret World. Die Straße da. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich weiß nicht, ob das hier eine sichere Gegend ist auch. Auf der Karte sieht es ein bisschen so aus. Wir können mal auf den Wasserturm drauf klettern. Genau. There. Gonna take a look around. Aha, das ist ein sehr nettes Feature. Das macht das ein bisschen übersichtlicher und there we go. Ja, macht auch mehr Spaß, das so zu erkunden. I see some place worth als wenn wir dann jedes Mal dorthin gehen müssen. So, und jetzt noch. Klar, unser Zuhause. Eine öffentliche Toilette. So, ich glaube, wir haben alles gesehen, genau. Hey, how are you? Ja, ich kann auch sprechen mit ihm. I haven't earned this. Nicht, dass wir hier runterfallen. Das ist aber lustig. Wie sie sich die Treppe teilen, die Leiter. Okay, wir gehen erstmal wieder rein. Und vielleicht können wir dann auch hier ein bisschen was barrikadieren. Dass wir hier im Notfall da hinten sieht es nämlich schon aus, als wäre da ein Zombie. Ja. Also, schauen wir mal, dass wir das hier verbarrikadieren können. Und dann sprechen wir hier mal mit den Leuten. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Ressourcen von dem Holz ist. Ich sehe jetzt hier auch nichts. Also machen wir das einfach mal zu. Nehmen wir mal an, wir haben hier genug Holz. Nicht, dass die Planken jetzt immer dünner werden. Sieht aber relativ sieht mehr so wie eine kleine Ranch oder sowas aus als wie öffentliche Toiletten. Wer weiß. Die Türen können wir vielleicht nicht verbarrikadieren, bin ich mir nicht sicher. Aber wenn ich einmal E drücke, dann geht die auf. Also schauen wir mal weiter. Hier liegt jetzt einer. Den können wir wohl auch mitnehmen. Aber der ist gerade von einer Grippe oder sowas. Oder Krankheit. Dem geht's gerade nicht so gut. Kann Mensch ja auch erahnen. So. Aha, da können wir dann wohl was reinpacken. Wir haben jetzt hier drei Snacks. Und Schmerzmittel, unser kleiner Rucksack. Und das Beil. Okay. Ach so,
sind verschiedene Sachen, die es dann wohl gibt hier in dem Spind. Ja, können wir mal mitnehmen. Nicht, dass sie hier einfach rumliegen. Was ist das? Bracket. Steht ja dran, dass es eine Waffe ist. Ach so. Es gibt auch verschiedene Waffentypen. Blunt ist dann wohl geschärft. Müssen wir nochmal schauen. Jedenfalls haben wir zwei Waffen. Das sieht aus wie so ein Cricket-Schläger. Das ist es vielleicht sogar. Also, wir können den ja mal ausrüsten. Das hat jetzt nicht geklappt. Na, egal. Also, wir können hier noch ein bisschen was tragen, dann können wir es mitnehmen. Und ja, das sind unsere hoffentlich Verbündeten. Zumindest Kontakte, die wir bisher gesehen haben. Ich trinke mal kurz was. So, also, ja, hier gibt es noch ein paar Fenster. Aber nicht, dass dann die Zombies einfach die verbarrikadierten Fenster übersehen oder übergehen und dann einfach die Tür nehmen. So wie wir das machen. Ja, aber wir werden noch rausfinden, wie schlau oder dumm oder nicht schlau die Zombies sind. Das variiert ja gerne mal von den verschiedenen Spielen. So, dann quatschen wir jetzt mal mit allen NPCs hier drinne. Okay, die könnten wir sonst auch mitnehmen. Sorry, can't really talk right now. Bye. Wir haben auch noch gar keine Mission oder so. Ich denke, es ist mehr so ein Open-World-Spiel. Dann können wir mal die Plätze, die wir vorhin gesichtet haben, erkunden. Wir haben ja hier Ed Jones und der wird uns bestimmt auch dabei helfen. Also, schauen wir mal, wie wir die Zombies dann auch abhängen können. Beispielsweise durch so einen Kontensprung über die Mauer. Das werden wir alles noch rausfinden. Ich muss ja kurz schauen, wie ich auf diese Taste komme. Das ist ja englischsprachig gerade und da kann es schon sein, dass es dann die englische Tastatur auch ist. Und da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wo die Taste zu finden ist. Aber wir haben ja jedenfalls erstmal die Axt und dann gehen wir mal weiter. Hier gibt es ein Auto. Vielleicht können wir damit fahren. Oh, da drinnen ist wer. Den holen wir uns gleich. Oder die. Hier links scheint auch was zu sein. Ich weiß noch nicht, wie sie angelockt werden, die Zombies. Aber wie gesagt, finden wir alles raus.